Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir. So, jetzt ist gleich soweit. Auf zum großen Finale. Und ich bin wieder mal nicht alleine. Immer noch gleiche Welle, gleiche Stelle mit Taxpire Tommy. Backstage. Ja, leider ist da mit Backstage schon rum. Jetzt wird es ja, schon fast ernst. Ja, wie gesagt, auf zum großen Finale. Schauen wir erstmal. Ich checke erstmal meine Pokémon. Na gut, Lurch ist ja mitgenommen. Der hat Strike geschafft beim letzten Mal. Deswegen hat er erstmal eine Top-Genesung verdient, oder? Auf jeden Fall. Oh, Lurch hat so Gas gegeben. Hat Lurch Gas gegeben? Oh ja. Flüssiggas sogar. Hast du viele Bohnen gegessen? Das glaube ich fast auch, ja. So, also ich habe jetzt mal MacGyver nach vorne getan, weil ich weiß jetzt nicht, was für Pokémon mich erwarten. Weil zur Not kann ich dann die Pokémon dann paralysieren, die dann kommen. Richtig. Weil ich denke mal, bei dem... Da empfiehlt es sich schon ein bisschen eine Taktik zu nehmen. Schnell mal einen Hut klauen von dem Ding. Fertig, weiter geht's. Boah, ey. Oh Gott, wie lang ist denn der Weg? Länger als jede Autobahn, Mann. Leute, sagt meiner Mama, dass ich sie liebe. Ich bin weg. Oh nee. Das ist ja Troy. Nee. Drum sind die Wände hier alle so schwarz. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, Troy. Troy. Ich hoffe, dir geht's gut. Oh, willkommen Yoshi. Na, ich hoffe, dir geht es gut. Also nicht, dass du dir jetzt hinterher das Leben nimmst. Ach, das ist mir scheißegal. Also ich hoffe für dich, dass du mich gewinnen lässt. Weil wenn ich dann gewinne, dann kannst... Wenn du gewinnst, dann werde ich mir eine Kugel in den Kopf schießen. Nein, vergiss es! Du kannst immer noch weiter Trainer bleiben. Ich habe schon erwartet, dich eines Tages hier zu sehen. Oder ich hoffe manchmal sogar, dass du... Ich hoffe sogar, dass du gewinnst. Weil dann hat mein Leben, meine Probleme endlich ein Ende. Ey, hallo! Hast du das immer noch nicht kapiert? Mit Selbstmord löst man keine Probleme. Du nimmst deine Probleme ins Grab oder verteilst sie an alle anderen, die wo dann um dich trauern. Ach, das ist doch scheißegal. Da merken sie erst mal, wie scheiße es mir gegangen ist. Und... Was hast du denn alles auf deiner Reise mit dem Pokémon erlebt? Also einfach nur... Ich habe einfach nur das beste Team, das es gibt. Und du? Ach, ich habe einfach nur Scheiße erlebt. Siehst ja, wie ich jetzt drauf bin, vor allem meine Frisur. Was hast du gefühlt, als du auf so viele andere Trainer getroffen bist? Abschaum und Ekel. Und du? Erniedrigung. Ach komm. Mann, ist das so schlimm, wenn man dann mal verliert? Na, ich habe eigentlich noch nie verloren, aber siehst du jetzt, weil ich noch nie verloren habe, bin ich deswegen noch am Leben. Was wurde in dir erweckt? Ich will, dass du das alles im Kampf gegen mich einsetzt. Vielleicht hast du noch den blauen Dönerspieß, dann kannst du mir in den Herz rammen. Nee, tut mir leid, der wurde jetzt schon aufgegessen in der Dönertorte. Nun zeig es mir. Ich hoffe... Und wenn ich verliere, dann schieße ich mir eine Kugel in den Kopf. Darauf kannst du Gift nehmen. Oh nein! Ach du Scheiße, ich glaube, der meint's ernst, ey. Hoffentlich nicht. Aber ich kann doch nicht einfach gewinnen lassen. Herausforderung vom Emo-Champ Troy. 6 Pokémon hat er. Ach du Scheiße. Ich glaube, da muss ich mir ranhalten. Ein Panzer-Eron. Los, MacGyver! Ach du Scheiße, Level 57! MacGyver gibt alles! Und auch für alle anderen Pokémon, gibt alles! Gell, mein Chef? Wir sollen alles geben! Immer schön Gas geben, ne? Oh ja! Okay, erstmal paralysieren, komm! Ah, ich bin schneller, das ist gut! Boah, Stahlflügel! So, hat er fast gar nichts gebracht. Komm jetzt aber Donnerblitz.
Spritzel. Geil, das ist sehr effektiv. Strike. Panzer Ehren schon mal weg. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Bitte? Dein Schlag. Ja. Richtig geil. Jetzt kommt Storlos. Moment mal. Storlos? Ist das nicht die letzte Entwicklung von Stolunio und von Stolrak? Ja, irgendwas gerade. Irgend sowas, ja. Warte mal, das ist vom Typ Stahlgestein. Hat somit eine vierfache Kampfschwäche, holen wir Dickmann. Das Vieh reißen wir in Stücke. Naja, man könnte fast sagen, das ist ein Rizaros im Metallpanzer. Lass dich nicht beirren. Dickmann gibt alles. Durchbruch! Bäm! Reiß ihn die Hörner raus! Boah, dieses kleine Fitzelchen! Boah, scheiße, das Ding kann erdbeben, Mann! Oh! Dickmann hat's überlebt! Na gut, Dickmann hat Nerven aus Stahl. Komm, Durchbruch jetzt nochmal! Oh ne, nicht schon wieder Top-Genesung, Mann! Das sind die... denn ihre Tränen, die fange ich dann auf und die trinken dann ihre Tränen. Ist die Tränen nicht zu salzig? Komm nur mal Durchbruch. Heult jetzt das Pokémon, weil es verloren hast? Boah, wie geil. Oh Gott, Armaldo. Ach du Scheiße. Armaldo ist Käfergestein. Ach du Scheiße, was ist denn dagegen effektiv? Gegen Käfergestein. Soll ich ihn nehmen? Irgendein Pokémon, komm. Ist ja ein Team. Putzi. Putzi? Ja. Gegen Gestein. Was ist denn, wenn der Steinhagel macht? Ach Scheiße, nimm was anderes. Okay, komm Lady Gaga. Dann versuche ich mal meine Taktik. Nimm Karadonis. Den habe ich doch gar nicht. Das ist doch. Du bist. Ich glaube, du bist auf Level Schwarz-Weiß gerutscht. Irgendwie. Oder Pokémon Schwarz-Weiß. Oh Gott, was ist denn das für ein Ding? Das ist ja ein Monster. Lady Gaga unterschätzt es nicht. Level Stein sich auch. Schläfe das Ding ein. Yeah. Ich hoffe, dass dieses Pokémon lange schläft. Lady Gaga soll es jetzt erstmal aufboosten. Gedankengut. Geh in dich. Hole deine positiven Erinnerungen wieder hoch. So, und nochmal. Solange er schläft, kannst du es noch machen. Der soll ja nicht wagen, aufzuwachen. Was meinst du, reicht es mal boosten? Oder soll ich es nochmal machen? Womit boostest du? Gedankengut. Mit Lady Gaga? Ja. Lady Paar. Nee, nicht scheiße, Mann. Lady Gaga natürlich. was kannst du für Attacken? Ich wollte jetzt Psychokinese einsetzen. Ja, probier's mal. Okay. Lady Gaga, gib alles! Schmeiß das Ding an die Wand. Obwohl du nicht die Stärkste bist. Boah! Strike! Echt? Wie geil. Nee! Lady Gaga, du bist so geil, ey. Oh, Willie. Oh Gott, was ist Willie für ein Typ? Ja, aber kein Wunder, dass es so stark ist. Sie sind doch verheiratet. Ja, eben drum. Und vor allem die Zwiebelringe geben denen Kraft und Stärke, Mann. Oh Gott, was mach ich jetzt? Jetzt wechsle ich auch nochmal. Willie, was ist das jetzt nochmal? Nimm Lurchi. Mach Eistrahl. Lurchi. Lurchi wollte ich aufheben, der hat eh schon so ein hohes Level. So, okay. Ach komm. Machen wir Allrounder Putzi. Stimmt, Putzi ist immer gut. Schauen wir, was das für ein Ding ist. Bestimmt so hässlich. So viel zum Thema hässlich, das ist ja vom Typ. Ist das Pflanze? Ach, keine Ahnung. Ich versuch's einfach mal. Aeroass, komm! Was, so wenig? Oh, scheiße. Antikkraft. Komm, zieh's durch, nochmal Aeroass. Ah, oh, Matschbombe.
Na egal, komm. Da brauchen wir doch einen Nervenausstall. Dickmann. Ich glaube, da müssen wir das Ding auseinanderreißen. Durchbruch! So blöde Augen, Mann. Oh na, dieses kleine Fitzelchen. Oh ne, Gigasauger. Das zieht, man. Das war ja gar nichts. Komm nur mal Durchbruch. Reiß ihn seine Blätter raus, seine Stahlblätter. Oder ist es weg? Ja! Boah, zwei Pokémon habe ich noch. Oh, Metagross. Ach du Scheiße. Vor dem Vieh wollen wir sich in Acht nehmen. Vor allem, du hast es so eindrucksvoll präsentiert, oder? Mhm. Was ist denn? Ich dachte, du wolltest mich gewinnen lassen. Ja, das wollte ich doch die ganze Zeit, aber irgendwie meine Pokémon sind einfach zu stark. Ach, du laberst doch bloß. Was laberst du für eine Scheiße? Du laberst, Tag. Also, ich versuch's jetzt mal mit MacGyver. Weil wenn ich's paralysiere, kommt's immer gut, oder? Mhm. Ach du Scheiße, Level 58. Bin mal gespannt, ob ich's schaff. Erstmal Donnerwelle. Boah, zum Glück, ich bin schneller. Paralyse ist immer gut. Das habe ich jetzt gedacht, dass der Erdbeben einsetzt. Okay, MacGyver ist jetzt weg. So. Holen wir jetzt Gary. Also Gary, ich verlasse mich auf dich. Gary muss rocken. Weil Gary ist jetzt schneller. Gary muss rocken. Entweder das Stahl schmilzt oder wir haben verkackt. Verglüh das Ding. Nein. Was? Ich habe nur nichts gemacht. Jetzt aber, komm. Hitzekoller, gib alles. Bäh. Komm rein, Mann. Oh, nein. Hat sie überlebt? Nein. Doch. Ja, hat sie überlebt. Fuck, ey. Wie viel hat er noch? So ein kleines Fitzelchen. Und was setzt er ein? Erdbeben. Gary ist tot. Scheiße. Fuck, ey. Was machen wir jetzt? Kacke machen. Komm, fürs letzte Fitzelchen kann ich Lady Gaga einsetzen. Achso, Moment. Das ist ja von Typ Psycho, stimmt. Vielleicht kann Lady Gaga mit Spukball rocken. Komm, gib mir noch einen kleinen Rest. Was, so wenig? Boah, Sternhieb, zum Glück ging's daneben. Komm nochmal, Spukball. Aha. Schon wieder Top-Genesung, Mann. Ich glaube, die Chance muss ich nutzen. Ich belebe jetzt mal meinen Gary wieder. Ich hoffe, dass was bringt. Ah, Sternhieb. Was ist das Ding für ein Angriffswert, Mann? Oh, fuck, ey. Komm, Gary. Vielleicht kotzt jetzt ein bisschen Energie aufladen. Hitzekoller! Jetzt auch. Ach ne, Scheiße, Mann! Das Ding wurde ja von der Paralyse ja auch geheilt. Komm. Dickmann, du musst hinhalten. Dann müssen wir jetzt MacGyver wiederbeleben, damit wir es zumindest paralysieren können. Ja klar, dass er jetzt wieder Erdbeben macht. Vielleicht überlebt das sogar. Ne, das habe ich mir gedacht. Komm, MacGyver. Hau rein. Oh, fuck, ey. Komm, jetzt Donnerwelle. Setzt er bestimmt Erdbeben ein. Du musst jetzt Lurchi herhalten.
Ja! Ja! Er ist paralysiert, wie geil! Die Chance muss ich nutzen. Und jetzt belebe jetzt Gary wieder. Oh fuck, ey. Jetzt weiß ich, wie du dich da gefühlt hast, ey. So, ein bisschen her, komm. Komm, feuer Gary an. Miau. Komm, Gary, sag mir, dass du volle Energie hast. Hau rein. Hau ihn weg. Hitzkoller. Bäm. Jetzt haben wir es auf dem Volltreffer. Ist mir scheißegal. Komm, 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 komm. Ja. Ja. Yeah. Gary, du bist geil. Gary. Gary erreicht Level 51. Oh Gott, jetzt kommt nur Lepomentas. Ich weiß jetzt nicht, aber welches Pokémon ist schneller? Was ist das für ein hässliches Ding? Ich glaube, ich sollte zur Not irgendjemanden auffüllen. Das ist vom Typ Psychoboden, glaube ich. Also ich versuche jetzt mal... Man soll jetzt nehmen, weil man Psychoboden, MacGyver bringt da nichts. Dickmann bringt auch nichts. Fuji für den Fall, wenn er Antikraft kann. Lady Gaga, komm. Kann man wenigstens Spukball machen. Kann man es wenigstens einschläfern. Ich hoffe auch nicht, dass es schneller ist wie Lady Gaga. Hat er schon zweimal Top-Genesung gemacht? Habe jetzt gar nicht aufgepasst. Oder war das jetzt nur einmal? Kann ich sie nicht sagen. Ja, egal. Der Adrenalin ist jetzt auch auf die Höhe geschnellt. Komm, Hypnose! Ja! Lady Gaga schneller. Soll ich's aufboosten? Lady Gaga meinst du? Ja, oder soll ich gleich mit Spukball reindonnern? Du kannst einmal boosten. Okay. Einmal geh nochmal in dich. Geh deine Gedanken durch, wie du geheiratet hast, wie du gemodelt hast. Das bringt dir Kraft, das hast du... Nein! Alle Momente ist aufgewacht. Lichtschild. Oh, fuck. Dann schläfe das Ding nochmal ein. Jetzt aber. Ich probier's mal mit Spukball. Yeah! Drittel zieht's ab, also ich glaube, das schaut ganz gut aus. Spukball, nochmal. Jagt das Ding Angst ein, das sich gewaschen hat. Oh, Spezialverteidigung sinkt, das ist gut. Booste dich nochmal auf. Weil zur Not, wenn jetzt Lady Gaga abkackt. Andererseits. Moment. Ich wechsle jetzt mal zu meinem Starter. Ich hoffe, in der Hoffnung, dass er noch weiter schläft. Denn Lurchi gebührt. Lurchi. Lurchi ist mein Starter und Lurchi. Nein! Fuck, der ist. Nein! Nein! Er ist aufgewacht. Fuck. Er bringt ja gar nichts. Okay, dann haben wir Freifahrt. Lurchi kriegt jetzt den letzten Angriff. Ich hoffe, dass es hinhaut. Das ist dein letzter Angriff. Hau ihn weg. Surfer. Nein. Nummer erbeben. Komm, Lurchi. Halt stramm. Das geht schon. Jetzt spül ihn weg. Ja. Ja. Gewonnen. Yeah. Ah, geil. Sauber. Yeah. Ohne Lurchi haben wir es nicht geschafft. Aber fuck, ey. Was passiert aus Troy? Nein! Troy! Lass das! Leg die Pistole weg! Nein! Nein! Ich der Cem hab verloren. Dann.
dann hat es keinen Sinn für mich weiterzuleben. Nein, lass das! Lass mich in Ruhe, Mann. Laberst du für eine Scheiße. Dir gebührt alle Ehre, Yoshi, und mir gebührt der Tod. Du bist wahrhaftig ein edler Pokémon-Trainer und ich bin nur ein elendes Stück Scheiße. Yoshi gewinnt 11.600 Punkte. Komm, das Geld ist mir scheißegal. Behalte das Geld, Mann. Oh Mann, ich kann nicht aufhalten, Mann. Mann, hilf ihm doch. Sprich ihn gut zu. Herzlichen Glückwunsch, aber... Komm, auf dich hört er doch. Sprich ihm mal gut zu. Er soll sich doch nicht umbringen. Meinst du mich? Ja. Wie bei Troy. Weißt du noch, als wir damals gemeinsam Sandkasten gespielt haben? Wo du mich so sexuell belästigt hattest, das ist auch ein Grund mehr, dass ich mich jetzt umbringen will. Die Gefühle, aber die du deinen Pokémon entgegenbringst, die kann ich keinen anderen bringen. Und ich wollte doch eigentlich auch so gerne Freundin haben. Und die Pokémon, die auf diese Gefühle mit all ihrer Kraft antworten, sie werden eins und bringen eine weit größere Stärke hervor im Gegensatz zu meinen Scheiß-Pokémon. Und so wird der Sieg heute dir. Du bist mit Recht höchst neuer. Auf Wiedersehen. Adieu. Troy! Oh, Maike! Yoshi! Troy! Troy! Was soll das? Yoshi! Ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst und... Ich dachte, du wärst sauer auf mich. Wieso denn? Ach, ist egal. Achso, mit dir wollte ich so und so mal reden. Ich fand damals noch in Sega aus Ulp City, da hab ich dich ganz blöd niedergemacht und das tut mir von Herzen leid. Weil eigentlich mag ich dich jetzt. Ich kämpfe gern gegen dich und ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwie... Aber was laberst du da für eine Scheiße, Mann? Was? Was laberst du da für eine Scheiße? Ich wollte doch nie was von dir. Aber du hast doch gesagt... Ach komm, du laberst doch. Lass mich in Ruhe. Ich wollte dir doch eigentlich helfen und dich unterstützen, aber jetzt seid ihr schon fertig. Mann. Yoshi, das kann doch nicht wahr sein. Ist schon vorbei. Du hast ihn noch niedergetrampelt, diesen armen Jungen. Wer bist du denn? Ich bin Maike. Wer bist denn du? Ich bin Troy. Komm, sei mal ein ganz lieber Junge und pack die Pistole weg. Das bringt doch nichts. Du bist doch ein ganz süßes Kerlchen. Meinst du wirklich ich? Ja, na klar, du. Im Gegensatz zu dem da. Wer dem da? Ja, na du. Frag doch nicht so blöd. Hey. Der Birkenstock. Geil. Siehst du, was habe ich dir gesagt, Maike? Auf den Typen kannst du pfeifen. Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen um Yoshi zu machen. Aber egal. Yoshi, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena in Blütenburg City niedergemetzelt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Und ab da kamst du mir schon ein bisschen komisch rüber, aber das ist jetzt scheißegal. Du hast gewonnen, aber dass du jetzt sogar Champ geworden bist... Oh ja. Aber sag mal, was ist denn aus deinem Pokédex geworden? Lass mal sehen. Oh, das weiß ich gar nicht. Hab ich so viel? Oh, du hast 152 Pokémon gesehen und 60 Pokémon gefangen. Ach du Scheiße, das wusste ich ja gar nicht. Statt die Pokémon nur zu fangen, wie wäre es, sie sich entwickeln zu lassen und nicht die ganze Zeit so rumzutrödeln oder was? Also dann sage ich trotzdem aber mal herzlichen Glückwunsch. Und Papa, ich habe jetzt einen neuen Freund. Oh, wer ist es denn? Das ist der hier, dieser süße Mann, der Troy. Ja. Der? Ist das nicht ein Emo? Ach komm, hast du immer nur Vorurteile gegen den? Ich liebe ihn doch. Ach so, dann... Wozu hast du eine Pistole da? Ach, die wollte ich eigentlich... Die wollte ich eigentlich nur zum... Das ist nur eine Leuchtpistole, damit man sieht, wo ich bin. Ach, ist egal. Ja, Yoshi, du kannst mit Stolz den letzten Raum betreten. Yoshi? Nein, neuer Chef. Komm bitte mit mir. Ich hoffe und ich danke dir,
dass du mein Leben einen Sinn gegeben hast, denn ich habe jetzt eine neue Freundin gefunden und ich werde mich jetzt vorerst nicht umbringen. Ja, das ist jetzt echt geil, aber siehst du, also erst versprechen dir die Frauen das Blaue vom Himmel runter und dann so eine Scheiße. Jetzt sind wir wieder alleine, gerade wo wir uns entschuldigen wollen. Frauen können so nachtragend sein, oder? Jetzt geht's erstmal in den Ritzeraum. Ritzeraum? Aber, Troy, bleib hier, ich liebe dich doch. Aber, tut mir leid, aber... Ja, tut mir leid, aber diesen Raum können nur Trainer betreten. Und da sind überall Rasierklingen versteckt, aber die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich kriege jetzt eh langsam meinen Bart. Diesen Raum dürfen doch nur Trainer betreten, die Gems gewonnen sind. Warte bitte draußen mit deinem Papa. Liebst du mich etwa nicht? Natürlich liebe ich dich doch. Ich komme doch gleich wieder und dann können wir alle einen wunderschönen Urlaub verbringen. Und dann zeige ich dir auch meine Wohnung und wir werden ein glückliches Leben haben. Vielleicht heiraten wir dann sogar. Vielleicht haben wir dann sogar Kinder. Das wäre toll. Ach komm, ich hab doch nur Spaß gemacht. Ist doch schon okay. So sind doch die Regeln. Yoshi, aber trotzdem, egal ob du ein scheiß Kerl bist, herzlichen Glückwunsch. Danke, du. Eigentlich bräuchte ich mir da nicht bedanken, so wie die mich niedergestampft hat. Yoshi, eigentlich sollte es in diesem Traum überall von nur Rasierklingen wimmeln, aber die wurden jetzt alle scheinbar vorbildlich aufgeräumt. Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind und die sich nicht umgebracht haben, nachdem sie mich besiegt haben. Hier werden die Gems der Pokémon-Liga geehrt. Oh, was ist das denn? Ist das ein elektrischer Stuhl oder was? Nee! Schon wieder so eine Hinrichtungsmaschine, komm. Nee, das war mal einer. Der wurde jetzt aber umfunktioniert. Komm, wir schreiben deinen Namen nieder als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat und die Namen deiner Partner ebenfalls. Boah, wie geil! Meine Pokémon werden verewigt! Komm, jetzt geht das Buch der Rekorde! Wie geil! So. Und für alle, die vergessen haben, was ich für ein Team hatte, jetzt kommen meine allergeilsten Pokémon überhaupt. MacGyver Level 51, Lady Gaga Level 51, Gary Level 51, Lurchi Level 52, Bunzi Level 51 und last but not least Dickmann Level 51. Willkommen in der Ruhmeshalle. Das habt ihr alle verdient. Der Tusch ist für euch. Und der Applaus. Das bin ich. Yoshi. Boah. 45 Stunden und 19 Minuten habe ich gespielt. Und ich bin Champ der Pokémon-Liga. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Bascho. So, jetzt läuft der Abspann. Den genießen wir noch zum Schluss. Jetzt kannst du mal dein Fazit abgeben, wie du das Spiel fandest. Also, das Spiel hat sich ziemlich in die Länge gezogen. Ziemlich. Ja, aber ich hatte echt wahnsinnig geile Momente gehabt. Jetzt kommen auch meine ganzen Pokémon, die ich alle gefangen habe und benannt habe. Genießt es einfach, vielleicht entdeckt ihr irgendein Pokémon wieder. Könnt ihr zuordnen, wie dann schicken oder irgendwas. Machen wir ein Pokémon-Spiel draus. Ah. Aber ich hatte mir echt Mühe gegeben und ich hoffe, dass ich ein gutes erstes Let's Play abgegeben habe. Erzähl denn erst, dass es abgeschlossen ist. Bitte? Das ist nicht das erste, das du abgeschlossen hast. Doch. Das erste war doch Kirby, Let's Race. Ja, gut, das habe ich aber abgebrochen. Das habe ich komplett durchgezogen. Vor allem auch, wer war denn für dich eigentlich das Highlight für dieses Let's Play, was würdest du sagen? Lurchi! Ja, Mann! Und vor allem auch Ahmed dürfen wir nicht vergessen. Der dann. Ahmed, unser Döner-Terrorist, aber hat dann danach wieder seine Form gefunden. Und den Veggie. Ja, Gott hab den armen Mann selig. Der ist ja leider gestorben. In deinem Let's Play sterben Leute. Ja. Aber die sterben heldentot. Richtig. Ey. Mike hat mich überholt, scheiße, Mann. Im Rad ist man langsamer, als man denkt, Mann. Gut, dass ich ein Auto hab. Aber, also, eins werde ich auf alle Fälle sagen, das wird nicht das letzte Pokémon-Let's Play sein. Also, es werden immer noch ein paar kommen.
Ich habe auf jeden Fall auch gedacht gehabt, dass vielleicht irgendwann Pokémon Schwarz kommt. Aber schade, dass es jetzt doch so schnell jetzt vorbei ist, oder? Mhm. Also ich hab versucht, auch ein bisschen Pep reinzubringen. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich finde einfach, das Spiel kann man einfach nur empfehlen. Dank diesem Spiel habe ich Pokémon auch wiederentdeckt. Pokémon ist und bleibt einfach nur Kult. Und es gehört einfach mal gespielt, Pokémon zu spielen. Einmal zumindest durchzuspielen, das ist Pflicht. Oder nicht? Richtig, finde ich auch. Egal welche Edition, Pokémon ist einfach nur Pflicht. Ich bin mit Pokémon aufgewachsen. Und... naja, gut. Okay, eine Trumpfkarte muss ich zugeben. Eine Trumpfkarte habe ich noch. Und zwar einen kleinen Epilog. So, jetzt ist aber leider Ende. Und dann eine kleine Abschlussmusik kommt noch zum Schluss. Was bleibt mir jetzt einfach nur zu sagen, es war richtig geil. Und ich danke auch meinen ganzen Abonnenten. Aber ich habe noch ein kleines Sahnehäubchen da, um das alles zu komplettieren. Deswegen verabschiede ich mich noch nicht komplett. Sondern verabschiede mich erstmal vom Tommy, meinem Chef. Danke, dass du dabei warst, mir mit der schweren Stunde beigetreten bist. War eine coole Sache. Oh ja. Also alle meine Pokémon haben richtig gerockt. Aber so richtig. Vor allem Lurchi. Oh ja. Der letzte Schlag. Ja, das ist episch. Weil das. Der Starter, also das, was als erstes angegriffen hat, soll auch als letztes auch angreifen. Der soll es auch zu Ende führen. Weil so ist es, so war es immer und so ist es recht, oder? Mhm. Naja, gut. Leider ist jetzt vorbei, aber halt nur fast. Es gibt noch ein kleines Sahnehäubchen, aber da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder zu einem Epilog. Ich bedanke mich bei dir, und ich hoffe, dass du mich auch weiter unterstützen wirst, Tommy. Klaro. Auch beim nächsten Mal dann. Also, und danke euch dann fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß gehabt wie ich. Und Tommy, ich hoffe, du hattest auch Spaß. Ja, vor allem bei den Kämpfen jetzt gegen die Top 4. War echt cool. Oh ja. Also, ich habe klein angefangen. Und ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal erfolgreich werde, so wie du. Naja, komm, übertreib nicht. Naja, egal. Naja, gut. Jetzt kommt da wieder der Vorspann, ist jetzt egal, aber damit würde ich jetzt einfach sagen, machen wir jetzt einfach mal einen Cut, bevor es sich wieder zu dermaßen in die Länge zieht. Danke euch und dann sehen wir uns im Epilog. Also bis dann. Ciao. Ciao.